Ja, hi zusammen und willkommen zurück. Heute mit einer weiteren sehr, sehr nützlichen Mix-In, wahrscheinlich auch ein bisschen praktischer als der Stanzeffekt von letztem Mal. Und zwar geht es heute um eine Mix-In, die sozusagen ein Breakpoint darstellt für AdMedia-Queries. Die AdMedia-Queries kennt ihr höchstwahrscheinlich und da habe ich so ein bisschen das Bedürfnis entwickelt, mir hier eine Mix-In zu schreiben. Und das sieht folgendermaßen aus. Sah bei mir so aus, ich habe hier einfach Dollar Medium und dann habe ich hier eben gesagt, ja, mit AdIfs quasi gearbeitet, wenn wir zur Hand haben, dass das Medium ein Desktop ist, dann machen wir sowas, AdMedia, Klammern hätte ich hier ganz gerne. Min-Width. Und hier sagen wir 1281 Pixel. Also wir gehen davon aus, dass die mindestens 1281 Pixel breit sind. Dann kommt hier das CSS rein. Und dafür gibt es jetzt auch ein richtig, richtig geiles Schlüsselwort, nämlich AdContent. AdContent ist einfach genau das, was man hier reinmachen würde. Ich zeige euch gleich noch, wie ihr das ganze Ding benutzen könnt. So, nächster Schritt, also das wäre das Desktop-Dingens. Dann nächster Schritt wäre ein Else-If. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Das ist quasi ein entweder das hier ist wahr oder aber das hier ist wahr oder aber das letzte ist wahr. Und das braucht auch keine Klammern. Dollar Medium ist gleich Tablet. Dann machen wir ein AdMedia-Query für, also klar, dass das wieder passiert, ne? Min-Width ist 768 Pixel. Und dann kommt hier wieder der AdContent rein. Also das kann man natürlich noch beliebig erweitern. Das sind jetzt nur so Vorschläge, die ich hier für euch habe. Und das letzte ist wieder ein Else-If. Das heißt, wir packen das hier wieder unten drunter. Und ich habe mir das jetzt einfach mal hier kopiert. Wenn wir nämlich ein Smartphone, oder nehmen wir es Mobile. Mobile ist kürzer. Dann haben wir ein Min-Width von 320 Pixeln. Und haben ja auch wieder AdContent. Und das ist ziemlich cool. Jetzt haben wir nämlich hier ein Mix-In. Was wir machen können, ist jetzt nämlich, wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir benutzen das Ganze hier in unserem Div. Da machen wir jetzt mal, das machen wir raus und sagen, Width ist 75% erstmal. Und jetzt machen wir die, inkluden wir dieses Mix-In, was wir gerade geschrieben haben, Add Include Breakpoint und sagen hier jetzt einmal Desktop. Jetzt komm, stell dich nicht so an. Desktop mit der Width. Doppelpunkt 70%. Also ich will euch quasi bloß zeigen, was da alles passiert. Dann kopieren wir das Ganze einfach mal. Und dafür könnte man sich theoretisch auch noch eine Mix-In schreiben, wenn man das möchte. Medium ist gleich Tablet. Und hier haben wir einmal hier gehen wir auf 60% runter von mir aus. Hier gehen wir auf 80% hoch. Und hier unten gehen wir auf 95% hoch, denn das hier ist Mobile. Ja, und wenn wir das jetzt haben, dann sieht unser CSS wie folgt aus. Wir haben hier einmal AdMedia Min-Width 1281, dann ist die Breite 60%. Bei Min-Width 768 ist es 80% und bei Min-Width 320 ist 95%. Das ist jetzt natürlich bloß ein Ansatzpunkt. Ihr solltet hier natürlich immer auch mit Max-Width und so weiter arbeiten. Deswegen wird das jetzt auch nicht so perfekt funktionieren, wie ich das gerne hätte. Sehen wir ja hier gerade auch schon. Aber man müsste es in dem Fall jetzt andersrum schreiben. Aber ich würde euch sowieso empfehlen, das Ganze noch zu erweitern für Max-Width und so weiter und so fort. Was ich euch in diesem Video eigentlich zeigen wollte, ist AdContent und AdElseIf, wie man das sinnvoll einsetzen kann. Und das ist, glaube ich, mal eine ganz sinnvolle Art und Weise. Also wie gesagt, erweitert hier das Ganze und spielt damit ein bisschen rum, sodass es genau für eure Bedürfnisse angepasst ist. Jeder hat auch so ein bisschen anderen Code-Style. Das überlasse ich dann natürlich auch euch. Das hier soll sozusagen eine Anregung sein und eine ziemlich sinnvolle Anwendung, glaube ich, dazu noch. Gut, dann war es das von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.